Der Titel dieses Videos könnte auch lauten Technik von gestern. Elektronikbasteln ist lange nicht mehr so populär wie früher. Heute wird oft nur noch Standardhardware zusammengesteckt und versucht, alle Probleme softwaremäßig zu lösen. Dass die Digitalisierung durchaus auch ihre Schattenseiten hat, wird gern übersehen. Aber das ist vielleicht besser ein Thema für ein gesondertes Video. Dieses kleine Projekt soll vor allem die Jüngeren unter euch ermutigen, sich damit zu beschäftigen. Mich hat damals der Virus etwa im Alter von 12 Jahren befallen. Ich möchte einen einfachen analogen Niederfrequenzverstärker mit Germaniumtransistoren aufbauen. Für viele haben diese Bauelemente heute nur noch Sammlerwert. Ich finde es aber interessanter, sie in Funktion zu erleben. Meine Wahl fiel auf die drei folgenden Kandidaten. Für die Vorstufe ein OC811, einer der ersten Legierungstransistoren aus DDR-Produktion. Hergestellt im damals neu errichteten Halbleiterwerk Frankfurt-Oder, so etwa Ende der 1950er, Anfang der 60er Jahre. Noch im damals üblichen flachen schwarzen Metallgehäuse, liebevoll auch Brikett genannt. Als Ansteuerung und Impedanzwandler für die Endstufe ein russisches UFO vom Typ MP20. Das Witzige an diesem Transistor ist, dass am Gehäuse, welches ja eigentlich als Abschirmung dienen könnte, gerade der empfindlichste Anschluss, die Basis des Transistors, angeschlossen ist. Und für die Endstufe ein 4 Watt Germanium-Leistungstransistor GD160B. Für die Tonausgabe will ich diesen kleinen Lautsprecher hier, 8 Ohm, 3 Watt, nutzen. Ausgebaut aus einem alten Fernseher. Ein echter Bastler wirft sowas ja nicht einfach weg. So, wir brauchen natürlich noch eine Spannungsquelle. Wir betreiben die Schaltung ungefähr mit 6 bis 7 Volt. Prinzipiell ist da natürlich Batteriebetrieb möglich, der wäre aber sehr unwirtschaftlich, weil die Batterien nicht allzu lange halten würden. Ich nutze dafür mein gutes altes universelles Labornetzteil. Natürlich Marke Eigenbau und hat mittlerweile auch schon 30 Jahre auf dem Puckel. Hier oben drüber, das ist ein Frequenzgenerator. Der liefert mir dann einen 1 kHz Testton, um die Schaltung zu überprüfen. Aufbauen werde ich das Ganze zunächst mal als fliegende Verdrahtung auf einer Universalleiterplatte. Und anfangen tun wir natürlich mit der Vorstufe. So, die Vorstufe ist soweit fertig. Dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Spannung ist bereits angelegt. Der Frequenzgenerator ist angeschlossen. Schauen wir uns erstmal das Signal am Eingang an. Das ist das Signal, was wir auf den Verstärker draufgeben. Und dann schauen wir mal, wie das am Ausgang aussieht. So, da sehen wir zwei Sachen. Erstens, das Signal kommt auch an. Und es passiert genau das, was passieren soll. Es ist auch verstärkt. Nochmal der Vergleich, das ist das Eingangssignal, das ist das Ausgangssignal. Diese alten Transistoren hatten natürlich noch keine allzu hohe Stromverstärkung, aber er macht, was er soll. Bevor ich den Rest der Schaltung aufbaue, bekommt unser Endtransistor noch einen kleinen Kühlkörper, sonst würde der relativ schnell den Hitzetod sterben. Ich benutze hier einen alten Kühlkörper aus einem ehemaligen Verstärkerbausatz. Der hat den Vorteil, dass da die Löcher schon an der richtigen Stelle drin sind. Die beiden Beinchen am Transistor sind Basis und Emitter. Der Kollektor ist direkt mit dem Gehäuse verbunden. Und wenn ich den dann jetzt hier auf den Kühlkörper schraube, natürlich auch mit dem Kühlkörper. Um den Kollektor anschließen zu können, macht sich das natürlich schlecht, hier auf dem Aluminium zu löten. Deshalb braucht man eine kleine Lötöse, die man hier mit unterschraubt. Wenn man sowas nicht zur Hand hat, muss man sich einfach nur zu helfen wissen. Ich benutze hier einfach einen kleinen Blechstreifen aus einer alten Konservendose. Das hat den Vorteil, der lässt sich relativ leicht zuschneiden. Und das Beste daran, das Blech ist bereits verzinnt und lässt sich dadurch natürlich einwandfrei löten. Thank you.
Das Endergebnis ist fertig. Nun schauen wir mal, ob das Ganze auch funktioniert. Ich werde mal langsam die Lautstärke aufdrehen. Also für so einen kleinen Verstärker macht er doch ganz schön Lärm. So, nachdem der Funktionstest jetzt erfolgreich war, kann der Verstärker natürlich so nicht bleiben. Die nächste Aufgabe ist, die Schaltung ein bisschen ordentlich aufzubauen. Und das ist das Ergebnis dieses etwas ungewöhnlichen Projektes mit Halbleiterbauelementen, die bis zu 60 Jahre alt sind. Aufgebaut habe ich das Ganze wieder auf einer Universalleiterplatte, da es sich nicht lohnt, für die paar Bauelemente eine spezielle Leiterplatte zu entwerfen. Der Kühlkörper ist, wie man sieht, etwas kleiner geworden. Bei einem etwa einstündigen Test hat sich gezeigt, dass die Wärmeentwicklung beim N-Transistor gar nicht so gewaltig ist, sodass dieser kleinere Kühlkörper völlig ausreicht. Der Verstärker könnte uns jetzt dienen für weitere Experimente. Und der komplette Stromlaufplan, der ist zu finden auf der unten angegebenen Seite. So, weil das Ganze jetzt mit 1 kHz Tönen etwas langweilig wird, speisen wir jetzt mal ein etwas interessantes Signal ein und standesgemäß natürlich aus einer analogen Quelle. We are giving you.